Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir zeigen Ihnen heute einen außergewöhnlichen und für Eisenbahnromantik auch ungewöhnlichen Film, eine Dokumentation über eine Flucht. Am 5.12.1961, also vor exakt 40 Jahren, hat ein Reichsbahn-Dampflokführer seine Familie geschnappt und ein paar Freunde und ist von Ost-Berlin mit einem dampfbespannten Zug durch den Stacheldrahtverhau nach West-Berlin geflohen. Eine Dokumentation, bisher einmalig in dieser Art im deutschen Fernsehen. Diesen Menschen gelang die Flucht aus der Sowjetzone. Sie nutzen eine einmalige Chance, die sich kaum wieder bieten wird. Sie flohen mit dem fahrplanmäßigen Personenzug von Oranienburg nach Albrechtshof. Männer, Frauen, Kinder. Sie selbst brachten nur das Notwendigste mit, für die Kinder sogar das Spielzeug. Ich bin 1957, da war praktisch der Auslöser gewesen, bin ich nach Westdeutschland gegangen. Bin im Bergwerk gewesen und habe vom Bergwerk aus versucht, erstmal Geld zu verdienen. Unsere Geschichte beginnt, als die deutsche Teilung ein Jahrzehnt alt ist. Harry Deterling erhofft sich in der Bundesrepublik ein besseres Leben, eine bessere Zukunft für seine Frau und die Kinder. Die Übergangslager damals sind allerdings überfüllt. Das will er seiner Familie ersparen. Und dann wollte ich, wenn ich das nötige Kleingeld hatte, um die Familie nachkommen zu lassen, die im März, April 58 wollte ich die nachkommen lassen. Dann hat man sich bei ihr gemacht und hat im November 57 meiner Frau den Personalausweis weggenommen, sodass sie nicht mehr in der Lage war, von Oranienburg nach Hermsdorf, wo ich ein Konto gehabt habe, Geld abzuholen, damit sie im Osten leben konnte. Deterling geht wieder zurück in die DDR. Er lebt in Oranienburg bei Berlin. Vor dem Mauerbau ist für die Bewohner des geteilten Berlin noch ein Pendeln zwischen den Systemen möglich. Sie wohnen im Osten, arbeiten und vergnügen sich aber im Westen. An den Sektorengrenzen sind sie oft Gängeleien ausgesetzt. Wir waren mal beide im Kino gewesen in West-Berlin. Und haben vergessen, die Karten wegzuwerfen. Und da hatten wir auch noch Zigaretten gehabt vom Westen. Die haben sie uns abgenommen und haben uns beide getrennt 2 Stunden festgehalten, nur wegen die Karten. Und da war dann eben dieser Jeansmarkt. Und dann hat man eben für viel DDR-Mark damals die Jeans dann gekauft. Und wenn man Glück hatte, hat man sie behalten. Und an den Grenzbahnhöfen wurde man dann auch wieder kontrolliert. Und dann wurden einem die Sachen wieder abgenommen. Und dann haben sie dann ein Verfahren am Hals gehabt. Vor das Jugendgericht kamen sie dann. War ich auch gewesen. Und da hatte man mir vorgeworfen, Devisenschiebung. Der Staat macht Druck. Viele wollen das Land verlassen. Vor allem junge, gut ausgebildete Menschen flüchten. Bis die DDR einen Riegel vorschiebt. Am 13. August 1961 wird die Mauer gebaut. In der Nacht, sagen wir mal so, ab 12 Uhr lief da gar nichts mehr. Da fuhren nur noch Militärzüge Richtung Berlin. Und da wunderten wir uns schon, warum nur Militärzüge fuhren. Bis wir dann morgens erfahren haben, vom Stellwerk her, dass Berlin zugemacht wurde, dass alle Grenzen dicht gemacht worden sind. Und danach ist ja dann auch die Mauer gebaut worden. Schlupflöcher gibt es nur noch an einigen Interzonenstrecken zwischen West-Berlin und Westdeutschland. Lokführer Deterling und sein Heizer Lichy haben auf der Strecke Berlin-Hamburg einen kleinen Spalt im eisernen Vorhang gefunden. Planmäßig fahren sie auf dieser Strecke Vorortzüge zwischen Oranienburg und Falkensee. Freiwillig meldet sich Deterling für den Zug bis nach Albrechtshof, dem letzten Bahnhof vor der Sektorengrenze. Von dort ist es nicht mehr weit bis zum Westberliner Bezirk Spandau. Der Lokomotivführer und der Heizer hatten die Flucht vorbereitet und am Dienstag Nacht durchgeführt. Die Lücke im Stacheldraht bot sich ihnen am Finkenkrugerweg in Spandau.
Hier passierte bisher der Interzonenzug aus Hamburg die Grenze, sodass die Gleise nicht blockiert waren. Unsere eigentliche Flucht, die war in Nauenje. Da ist sie praktisch geboren worden, die Flucht. Da hatten wir Aufenthalt gehabt und da kam ein anderer Zugführer auf die Maschine und der erzählte uns, dass sie die Strecke nach Berlin, Spandau, schließen wollen. Und dann habe ich mich mit meinem Heizer dann darüber unterhalten und habe gesagt, du hör mal zu, das ist die einzige Möglichkeit, wenn wir abhauen wollen, dass wir jetzt auf die Art und Weise, sonst kommen wir nicht weg. Denn wir haben uns schon damals beigemacht und haben bei der Bahn geguckt. Da sind ja Leute abgefahren, unten im Bremsgestänge. Die haben sich in Waggons einschließen lassen. Die haben sich unter andere Sachen untergepackt. Sind immer hier gefasst worden, weil die mit den Hunden unten durchgegangen sind. Und mit einer Frau und 4 Kinder kommen sie auf diese Art und Weise nicht weg. Und dann hat man in der Verwandtschaft gesagt, das ist nicht machbar. Ich sage, das ist in Ordnung. Ich mache es und werde verschwinden. Ja, und dann habe ich mir beigemacht und habe die Streckenkunde mir erworben. Das war schon, dass mein Mann gesagt hat, also du, ich nehme die Kinder alleine mit. Wenn du nicht mitgehst, also da hat er mit gedroht, ja. Obwohl ich ja davon nicht überzeugt war, dass er so wirklich gemacht hätte. Aber das war dann doch schon eine Sache. Und ich dachte, ach ja, wenn er, und er hat ja auch wirklich, immer wieder ist er hingefahren und hat geguckt und hat mir erklärt, also das ist ganz sicher, da kann nichts schief gehen. Eine Flucht ist im Herbst 61 unter Umständen lebensgefährlich. An der Mauer gibt es die ersten Toten. In den Betrieben sollen die Menschen Solidaritätsbekundungen für ihren Staat unterschreiben. Detterling weigert sich. Ihm wird angedroht, seine Stelle zu verlieren und in ein Arbeitslager gesteckt zu werden. Die Zeit ist reif für eine Flucht. Am 28. November teilt Detterling seiner ganzen Familie den Plan mit. Meine Schwester, die hat kurz danach in Bunn, nach dem 28. November, und war im Krankenhaus. Und meine Mutter ist und hat ihr erklärt, von wem sie wird ihrem Bruder nicht mehr zu sehen kriegen, denn der haut am 5. ab. Ja, und wie denn meine Mutter gekommen ist im Krankenhaus, hat gesagt, Harry, der geht, der hat ein Loch gefunden. Hat gesagt, dann machen wir mit. Ich sage, ich komm morgen raus. Und dann habe ich, naja, wie er kam, halt gesagt, machen wir mit, gehen wir mit. Ja, sagt er, ist mir egal. Und dann wurden die ganzen Verwandten von dem Harry benachrichtigt, dass an den und den Tag die Flucht ist. Naja, und dann ging es eigentlich abends dann, bevor wir dann abhauten, dann hat immer meine Schwiegermutter gesagt, ja, wir gehen. Und dann hat sie gesagt, nein, wir gehen nicht. Haben Sie dann mal ich ein mir Haus? Wieder rausgezogen. Haben Sie mal ein Haus und lassen Haus, Vieh und alles im Stich? Ja. War für meine Mutter nicht einfach. Ja, dann hat sie mal gesagt, dann hat sie wieder gesagt, ach doch, wir gehen. Und dann hat sie gesagt, wir gehen nicht. Und dann sage ich, gut, dann gehen wir nicht. Dann habe ich mir noch Pferdefleisch, ein Glas hochgeholt, hab das auch vergessen. Und dann sagte, ach, wenn ich den Schlüssel nicht wegwerfen brauche, dann gehen wir doch. Ne, sag ich, das ist ganz einfach. Ich sage, ich werf den Schlüssel weg. Das ist gut, jetzt gehen wir. Und dann gehen wir ab. Aber und klar, da mussten wir uns beeilen, Minute. Dass wir noch hinkamen, ne, zum Zug. Für den Zug war ich als Lokführer eingeteilt und der planmäßige Heizer, der war für den Zug auch eingeplant. So, damit mein Heizer mitfahren konnte, haben wir die Sache so gemacht, dass mein Heizer zu der Zeit, wo wir die Lok fertig gemacht haben im Betriebswerk, gekommen ist. Und dann haben wir uns beigemacht und haben dann mit dem anderen Heizer gesprochen, von wem mein Lokheizer hätte ja so eine Lok noch nicht gefahren. Und er würde gerne mal fahren. Und dann haben wir den Heizer ans Herz gelegt, er könnte doch die Nacht wieder bei seiner Freundin verbringen. Er müsste nur morgens pünktlich eben am Bahnhof sein, dass das nicht auffällt. Na ja, da war er natürlich auch hell begeistert, hat sich verabschiedet, hat man so gesagt, sei bloß pünktlich. Und dann war ich da eben der Heizer auf der Lok gewesen. Ich bin an den Zug lang und habe kontrolliert, die 8 Wagen, die ich dran habe, welche Bremsapparate die einzelnen Wagen haben. Und dann habe ich mal beigemacht, habe Hildebrand Knorr
und Kunze Knorr-Bremsen, das sind Mehrlösebremsen, die habe ich ausgeschaltet. Detering verringert den Druck in den Bremsleitungen der Wagen. Damit ist die Notbremse außer Kraft gesetzt. Der Zug kann nur noch mit der Lok gebremst werden. Bin den Zug dann abgelaufen und habe dann aus dem Dunkeln heraus vom Bahnsteig beobachtet, wie meine Frau gekommen ist. Dann habe ich gesagt, um die und die Zeit sollte sie da sein, damit sie nicht mit den anderen Verwandten zusammenkommt, damit meine Kinder nicht wachsam werden. Und dann muss ich davon rechnen, es sind ja genug Leute da, die dann spitze Ohren kriegen. Dann nur ein Haufen, eine Verwandtschaft, wo fahren die denn hin? Und jetzt ja auch in den Grenzgebiet, um die und die Zeit. Also das musste verhindert werden. Das sind wir eingeschrieben. Wir haben so getan, als wenn wir unser Schwager gar nicht kennen oder so. Das haben wir eigentlich vorher schon so ein bisschen ausgemacht, dass keiner den anderen kennt. Und jeder tut eben verschiedene Abteilungen nehmen. So über eine Schwerin, die war im Abteil vor uns. Vor uns, also anderen Waggon, und wir waren weiter nach hinten gewesen. Bahnhof Oranienburg, 5. Dezember 1961, 19.33 Uhr. Die Flucht beginnt. Also mir war es wirklich nicht wohl. Ich hatte wirklich Angst gehabt. Aber die Kinder durften es ja nicht merken. Das war also ein ganz komisches Gefühl. Überhaupt, wenn sie denn so wissen, sie haben die Wohnung alles abgeschlossen und denken, sie kommen nicht mehr wieder. Das ist schon... Ich möchte es nie noch mal machen. Ich hatte vorher nicht geraucht und in die kurze Zeit hatte ich 25 Zigaretten geraucht. Ich wieder geraucht. Vorher hatte ich 6 Wochen nicht geraucht. Ja, das war der Unterschied zwischen uns. Ich habe mich überhaupt nicht aufgeregt. Ja, und dann hatten wir auch Schwierigkeiten gehabt mit der Maschine. Die fährt ja auch mit Dampf und Kohle, so eine Lokomotive, und die braucht ja auch Wasser, um Dampf zu erzeugen. So, und dann haben sie natürlich auch 2 Pumpen, Wasserpumpen, eine Dampfstrahlpumpe nennt man die, und eine Kolbenspeisepumpe. Die wird dann über Dampf betrieben, und das hakte, und die eine klappte dann nicht, und dann wurde das Wasser weniger im Kessel, und die Maschine fuhr da, ich würde mal doch sagen, so zwischen 70 und 80 Stundenkilometer. Und dann bin ich dann raus auf der Maschine, habe mich da angeklammert und habe einen dicken Hammer da, so ein Fäustel in der Hand gehabt, und dann mussten sie klopfen an der Dampfpumpe, damit die sich da wieder löste. Da war die irgendwie verkantet, und dann haben sie wieder Wasser gekriegt, und das war dann alles schon. Ja, brechen wir ab, brechen wir nicht ab. Das einzige Mal, wo ich Angst hatte, dass es nicht geht, das war da, wo mein Schwager dann die Notbremse gezogen hat und wo der Zug dann langsamer wurde. Da habe ich gedacht, oh je, jetzt ist vorbei. Aber da hat uns mein Mann dann vorher schon gesagt, also wenn das passiert, dass wir stehen bleiben, dann steigt ihr ganz normal in Albrechtshof aus und fahrt wieder mit zurück, und dann versuchen wir es später normal. Ja, die Notbremstest habe ich eigentlich deswegen gemacht, weil ich sonst, wenn denn einer die Notbremse gezogen hätte, dann wären wir auf die Strecke stehen geblieben. Dann wäre ja noch Luft drin gewesen in die Leitung, weil Schwager, der hat ja die Luft rausgelassen, dass die anderen Waggons auch nicht. Aber dann hätte ja noch Restluft drin sein können. Und wenn denn eine die Luftbremse gezogen hätte, wenn wir durch Albertshof gefahren wären, wären wir ja dann nicht durchgekommen. Das war für die Reisenden, die da mitfuhren, der Test auszusteigen oder sich bereit zu machen, wenn wir durch die Station Albertshof kommen, dass sich dann niedermachen, dass sie nicht zu sehen sind. Und als das, denn der Zug wieder schneller wurde,
Denn die haben auch gemerkt, dass es langsamer wurde, haben sie gedacht, oh, jetzt ist doch nicht ganz astrein. Aber wie sie merken, der Zug wird schneller. Dann kam natürlich bei denen auch die Stimmung wieder auf, oh, jetzt ist in Ordnung. Denn es war so, in dem Bahnhof musste ich ja schon mit dermaßen wenig Luft halten. Da habe ich schon mit der Lok bremsen müssen, also mit Gegendampf. Und der Gegendampf heißt, ich muss die Steuerung entgegengesetzt der Fahrtrichtung stellen, sodass, wenn ich Dampf gebe, ein Gegendruck erzeugt wird, um den Zug auch zum Halten zu bringen, da wo ich ihn hinhaben muss. Da ist der Zugführer nach vorne gekommen und hat zu mir gesagt, du, irgendwas stimmt doch mit dem Zug nicht. Ich sage, ja, merkt das, bei uns ist die Luftpumpe kaputt. Er sagt, da brauchen wir eine Ersatzlok. Ich sage, nee, wir brauchen keine Ersatzlok. Bis Albrechtshof kommen wir und da haben wir genug Zeit. Dann nehmen wir die Umsteuerung raus und dann funktioniert die. Um das plausibel zu machen, hat dann mein Heizheimer die Luftpumpe mal angestellt, abgestellt. Das hat er vom Bahnsteig ja nicht sehen können. Sodass er immer gehört hat, die Luftpumpe lief, dann hat sie wieder gestanden. Und dann hat er sich bei gemacht, ist wieder nach draußen rausgerannt, hat mit dem Hammer dahin geklopft und dann lief die wieder weiter. Wie wir dann an dem letzten Bahnhof gehalten haben, und das war eigentlich entscheidend gewesen. Entweder verhaftet man uns dort oder es klappt. Und was, gut, man hat sich ja alles ausgemalt. Wir haben ja unsere Sachen, Anziehsam hat ja einen Koffer und sowas alles ja mitgehabt auf der Maschine. Das hätten wir ja alles ins Feuer geschmissen, das wäre ja dann verbrannt. Als wir da denn angekommen sind, ist uns erstmal schlecht geworden. Denn der Bahnsteig war dermaßen mit Armee und mit Russen bestückt gewesen, dass wir angenommen haben, irgendeiner hat jetzt hier pfiffen, jetzt sind wir dran. Doch die Flüchtlinge haben Glück. Ungehindert fährt der Zug mit etwa 40 Kilometer pro Stunde in Richtung West-Berlin. Man konnte den Zug weichenmäßig nicht aufhalten. Denn wenn ich auf Abzweigung komme, passiert nichts. Auf der anderen Seite durch die Weiche zu fahren, konnte auch nichts passieren. Schutzweichen waren nicht eingebaut, sodass er mich nicht auf den Prellbock hätte laufen lassen können. Sondern dieses Nebengleis führte direkt wieder ins Hauptgleis hinein. Und sind dann mit erhöhter Geschwindigkeit ins Grenzgebiet gefahren. Und mein Heizer hat sich beigemacht zwischen Falkensee und Albrechtshof. Hat die Kohle aus dem Tender auf dem Führerstand oder in eine Feuerbuchse geschmissen. Aber er hat einen Hohlraum geschaffen, sodass, wenn wir ins Grenzgebiet kommen, uns von der Lok, also vom Führerstand, in diesen Kohlentender begeben. Haben ein Seil genommen, haben das um die Dampfpfeife gebunden und damit, wenn wir in das Grenzgebiet kommen, Notsignal geben können. Aus dem einfachen Grunde mussten wir Notsignal geben. Direkt an der Grenze war eine Straße auf westlichem Gebiet. Diese Grenze wurde von einem Schrankenposten bedient, der auf der Ostseite stand. So, der wusste ja nicht, dass ein Zug kommt. Also, wie muss ich den klar machen? Durch Pfeifen. Und dann hat der Harry, man sagt dann, Volldampf gegeben, den Sandstreuer rein, damit die Maschine nicht durchdreht. Und dann sind wir in den Tender rein und dann fing auf einmal an, der Zugführer, der Schaffner anzurufen, anhalten, anhalten. Anstatt am Bahnhof Albrechtshof, der Endstation, zu halten, schaltete der Lokomotivführer auf volle Leistung und fuhr weiter in Richtung West-Berlin. Die sowjetzonalen Grenzposten waren so überrascht, dass sie gar keine Zeit fanden zu schießen. Ich habe immer gesagt, da kann nichts passieren. Nee. Ich sage, jetzt stell dir mal vor, die können nicht einfach auf den Zug schießen, der vielleicht nicht bremsen kann. Ja, die wissen ja nicht, warum der Zug. Das ist ja möglich. Die wissen ja nicht, warum der Zug durchfährt. Die können doch nicht einfach auf den Zug schießen, der jetzt in dem Bahnhof nicht hält. Denn er hatte ja abgebremst erst sozusagen und ist dann weitergefahren mit demselben Tempo. Mein Mann hat vorher schon gesagt, also du, lasst euch nicht sehen, ehe wir durch die Grenze fahren, duckt euch runter hinter die Fenster, dass man euch nicht sieht. Und das habe ich auch mit den Kindern gemacht. Und das haben die anderen Leute dann auch gemacht, die im Zug noch drin waren. Also von außen war da nichts mehr zu sehen.
Etwa um 21.45 Uhr kommt der Zug in Berlin-Spandau zum Stehen. 32 Menschen ist die Flucht geglückt. 7 von ihnen gehen anschließend wieder zurück in die DDR. Für den Heise und für mich war erstmal weg vom Bahngelände. Ich habe die Lok zur Spitzenseite mit Rotlicht abgesichert, sodass, wenn von der anderen Seite was kommen würde, das Rotlicht schon da ist. Denn wir müssten ja davon ausgehen, die schicken eine Lok, um den Zug nach Spandau reinzuholen. Wir haben die Lok dann mit der Handbremse gesichert. Und so war praktisch keiner mehr in der Lage, das Ding, oder dass die Lok und der Zug selbstständig wegfahren konnten. Und wir hatten alle Sonntagszeug unter unserer Arbeitskluft. Jetzt haben wir die Arbeitskluft ausgezogen und sind dann im Sonntagsanzug, haben wir uns mit dem Zugführer unterhalten. Der hat uns natürlich nicht erkannt, weil wir jetzt im Sonntagszeug da standen. Ne? Und der hat dann das Lokpersonal gesucht. Da sind wir raus und dann hatten wir noch von der Armee, da hatten wir noch den Kinderwagen mit rausgeholfen. Da hat zwar gesagt, ja, sie dürfen hier nicht aussteigen, der Zug fährt wieder zurück. Da habe ich gesagt, nee, wir wollen hier raus. Und dann hat der auch geholfen. Der hat mir den Kinderwagen mit rausgestellt. Dann sind wir los. Und allerdings, wir haben ja vorher nicht ausgemacht, auf welche Seite man rund, weil wir wussten ja auch nicht, wie kommt man dahin, wo kommt man an. Ja, und dann hat mein Mann halt vorher schon zu uns gesagt, also guckt, dass er irgendwo hinkommt, wo auch Häuser sind. Und das haben wir noch gemacht. Dann sind wir rüber, über die Gleise. Und die anderen, die sind dann zu Fuß wieder zurück. Da waren 3 von der Armee und 3 Frauen. Und die sind wieder zurückgelaufen. Und der Zugführer. Ja, dann sind wir aus dem Zug raus. Er hat mir geholfen mit dem Kinderwagen. Ja. Und dann habe ich mir meine Perlonstrümpfe zerrissen. Da waren lauter so Brombeerbüsche. Und die waren ziemlich hochgewachsen zu den Schienen. Und wie gesagt, wie wir rauskamen, war meine Schwägerin mit alle Kinder, mit alle 4 Kinder draußen. Wie sie das gemacht hat, weiß ich nicht. Dann habe ich den Bruder von ihr gesehen, der gerade die Gardegast rausnahm. Und dann hatten wir gerufen und haben gerufen, hier, wir sind Flüchtlinge. Wo kommt man hier raus? Und da haben dann Leute von einem Haus aus gerufen, da hinten ist ein Tor, kommen Sie mal durch. Durch den Garten. Und dann sind wir durch den Garten durch und die Leute waren goldig. Also die waren wirklich goldig. Die haben uns alle reingeholt in ihrem Haus. Die haben die Kinder gleich mit Bananen versorgt oder mit was zu trinken versorgt. Da klingelte ich da an so ein Wohnhaus und ja, da wird mir auch aufgemacht. Und ich sage, ich möchte mal gerne telefonieren, möchte die Polizei anrufen. Wir sind eben mit dem Zug abgehauen und wollen jetzt Hilfe holen. Naja, da hat man mir die Tür wieder vor der Nase zugeschmissen. Ich zu dem nächsten Haus und da hat mir eine ältere Dame geöffnet. Die hat mich auch reingelassen, hat zwar auf meine Arbeitsschuhe geguckt. Da habe ich sie noch gefragt, ob ich mir die Schuhe ausziehen sollte. Ach nein, nein, sagt sie, kommen Sie mal rein. Ja, ich sage, ich möchte gerne das Telefon. Und die war ja so aufgeregt, die Dame, da hat sie mir eine Nachttischlampe gebracht. Ehrlich, da hat sie mir eine Nachttischlampe als Telefon gebracht. Dann habe ich gesagt, junge Frau, das ist eine Nachttischlampe. Ach, sagt sie, ich bin ganz durcheinander, ganz durcheinander. Dann hat mein Halter gesagt, nee, wir wollen keine Nachttischlampe, wir brauchen ein Telefon. Ja, kommen Sie mit, dann sind wir am Telefon und haben wir die Polizei angerufen. Dann habe ich ja, die Polizeiwache dran gehabt und da war einer dran und dann haben wir gesagt, also Sie sollten mal die Polizei schicken. Wir würden da und da stehen. Die Frau hat uns dann gesagt, Segefelder Weg stehen wir. Und dann sagt er, ja, also Männekin, so Berliner, für Silvesterscherze ist es noch zu früh. Wir sollten uns was anderes einfallen lassen. Und dann kam eine kurze Zeit darauf, kam dann ein Polizeikordon an und brachte dann die anderen Flüchtlinge an, wo meine Mutter war, mein Schwager, meine Schwester und meine Frau mit den 4 Kindern. So, und als die Sache dann alle da waren und habe gesehen, die sind alle da, dann habe ich mir am Zaun gesetzt und wollte nichts mehr wissen. Da war so ein Drahtzaun, da habe ich mal dahin gesetzt und dann war für mich Feierabend, dann Schluss. Der Lokomotivführer fuhr den Zug noch etwa 2 Kilometer nach West-Berlin hinein und stoppte ihn am Kilometerstein 14-7. An dieser Stelle sprachen wir mit dem wagemutigen Lokomotivführer. Hätte man Sie nicht in Albrechtshof stoppen können, in dem Bahnhof? Wie hatten sich das da abgespielt? Also in Albrechtshof war nicht die Möglichkeit, den Zug noch mal zum Halten zu bringen. Denn, wie gesagt, die Notbremse hat nicht funktioniert. Ja. Und von außen heraus konnte das keiner mehr machen. Denn eine Lok
die kann man wohl überschießen. Ja. Aber man kann sie ja doch nicht zum Stoppen bringen. Dann sind ja keine verletzbaren Teile da dran, die den Zug zum Halten bringen. Zunächst glauben sich die 25 Flüchtlinge in Sicherheit. Auch sie müssen zuerst in das Notaufnahmelager Marienfelde in West-Berlin. Bis zum Mauerbau werden hier täglich fast 2600 Menschen durchgeschleust. Für die Stasi ist Marienfelde ein Feindobjekt. Familie Deterling muss bereits nach wenigen Tagen wieder gehen. Wir waren in Marienfelde gewesen und sind zu einer Veranstaltung von den Hans Rosenthal eingeladen worden. Und aus dieser Veranstaltung heraus hat man uns geholt. Alles, was Deterling heißt, bitte rauskommen. Und da haben wir dann von der Polizei sind wir dann abgeholt worden, sind ins Lager gekommen, sind in ein einzelnes Haus gekommen, was bewacht wurde. Und da hat man uns erklärt, dass man vom Osten versucht hat, mich zu kassieren, um wieder in den Osten zu bringen. Und dann wurden wir später abtransportiert nach Tempelhof zum Flughafen. Da kamen wir dann zur Wache. Und wir durften keinen Kontakt nach außen haben. Da haben wir auch gefragt, was los ist. Ja, man hat geplant, uns wieder zurückzuholen in die DDR. Also da würde eine Entführung im Haus stehen. Und man bringe uns jetzt erstmal in Sicherheit. Von West-Berlin werden die Flüchtlinge in die Bundesrepublik geflogen. Harry Deterling findet hier schnell eine neue Arbeit als Lokführer. Während er in Hagen seinen Dienst tut, wird ihm in der DDR der Prozess gemacht. Doch davon erfährt er erst hinterher. 1962 im Herbst hat ein Bekannter mir von drüben geschrieben, ich wäre zum Tode verurteilt worden. Was sich nachher herausgestellt hat, in den Stasi-Akten, von wegen mit 13 Jahren Zuchthaus und dergleichen. Also das eine war genauso schön wie das andere, denn die 13 Jahre hätte ich bestimmt nicht da drin überlebt. Richtig aufatmen kann Harry Deterling aber erst mit dem Fall der Mauer. Jahre nach der Flucht, der einzigen Flucht eines kompletten Personenzuges. 40 Jahre sind seit diesem tollkühnen Husarenstück vergangen.